Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Ella, schön, dass du dabei bist. Ich zeige euch heute das Flipthrough von meinem Bullet Journal von 2021. Ihr werdet sehen, dass das Bullet Journal vom vorigen Jahr. Das Video dazu verlinke ich euch einmal hier. Das gibt es dann auch noch in der Infobox. Dass es dazu schon Unterschiede gibt. Also zumal der Anfang natürlich. Ich habe nicht mehr ganz so viel reingepackt und ich habe das ein bisschen anders aufgebaut. Und auch die eine oder andere Seite. Ich habe mich da noch ein bisschen mehr künstlerisch ausgetobt, habe ein bisschen was auch ausprobiert. Und so langsam nähere ich mich an dem Setup an, was ich brauche. Im Laufe des Jahres verändert sich aber auch immer das Setup, weil man auch immer irgendetwas anders braucht. Wenn man in Urlaub fährt, dann braucht man nicht mehr ganz so viele Seiten, dann kommt eine Packliste dazu und so weiter und so fort. Holt euch einfach einen Kaffee oder einen Tee. Oder was auch immer ihr trinken möchtet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Also, ich habe wieder zwei Journals und die sind von Scribbled & Dots. Die haben 160 Gramm Papier und sind damit natürlich auch sehr dick. Natürlich diese Gummilasche, zwei Bändchen. Und auch so eine Frischtasche. Hier seht ihr meinen Key, den habe ich damals zum Ausklappen einmal gemacht. Fand ich dann ganz praktisch. Und hier seht ihr mein Deckblatt für das erste halbe Jahr. Dadurch, dass das Papier halt so dick ist, hat das Journal weniger Seiten. Im Januar hatte ich dann das erste Mal auf der Dankbarkeitsseite auch den Tracker mit draufgesetzt und das gesamte Weeklies mit so Dutchdoor. Hier so ein paar gemalte Kritzelbilder mit einem Fineliner und dann kommen wir schon zum Februar. Wieder mit einer Dutchdoor und einer ganz anderen Monatsübersicht. Der Habit-Tracker diesmal im Querformat und auf der anderen Seite Dankbarkeit. Und da habe ich dann selber auch verschiedene Wochenübersichten ausprobiert. Und da habe ich dann meine 30 Tage Außerziel-Challenge durchgeführt. Und das war eine ganze Menge Sachen, die ich da aussortiert habe. Da ich noch freie Seite hatte, noch mein Selbstporträt. Und immer wieder eingeklebte Sachen. Hier hatte ich dann was gefunden und ich wollte es nicht wegschmeißen. Das ist ein Glückwunsch von meinem Sohn. Da war er noch ganz klein. Hier das Setup für März. Und wieder im Querformat, nicht in Kästchenformat. Die Habit-Tracker diesmal gestempelt und ein anderes Wochenübersicht, bisschen mehr Platz, weil ich auch viel Platz brauchte in diesem Monat. Dann sehen wir wieder ein paar Kätzchen und so kommen wir schon zum April. Hier habe ich dann die Ziele und die To-Dos aufgeschrieben und dort mit Aufklebern gearbeitet, die ich gefunden hatte. Und die Aufkleber habe ich oft dazu genutzt, einfach etwas zu überkleben, weil ich Fehler gemacht habe. Das ist eine Übung aus Ryder Carrolls Buch. Und hier meine Kleiderschrank ausmisten. Und das Video gibt es ebenfalls schon online. Und da habe ich mal einen Stift einfach ausprobiert auf der Seite.
Hier habe ich dann ein meditatives Malen gemacht und jetzt sind wir schon im Mai und da waren die Lavendeln und Hummeln waren da mein Thema. Und wieder der Habit Tracker. In und out. Da seht ihr, ich habe eine ganze Menge aussortiert. Ein Putzplan, den existiert so nicht mehr und das ist ein Brief zum Muttertag für meine Tochter. Da habe ich die Doodles geübt, die ich dann in meinem 100 Abonnenten Spezial ausprobieren wollte. Und nun kommen wir schon zum Juni und das ist dann auch schon der letzte Monat in diesem Journal. Und da habe ich dann diesmal drei gelungene Dinge, einfach ganz kurz, was dann so halt schön war, die mir gut gelungen sind in dem Monat. Und nochmal mit einer Dutch-Door gearbeitet. Jetzt kommen nochmal zum Schluss ein paar Kritzelbilder, um die letzten paar Seiten zu füllen. Denn die hatten dann nicht mehr gereicht für einen kompletten Monat. Und da habe ich dann mal Hermine Granger bzw. Emma Watson gemalt. So, und das war jetzt das erste Buch und nun kommen wir zum zweiten in Hellblau. Ich habe dieses Scribble und Dots sehr geliebt, wegen der dicken Seiten, wegen der weißen Seiten, die Punkte sind sehr schwach und das hat halt sehr viele Möglichkeiten für Kreativität. Hier habe ich dann nochmal die Geburtstage anders gemacht, dachte, das übernehme ich dann einfach in das neue Journal und da sieht man, dass ich nun den Future Log anders aufgebaut habe. Ja, manche Seiten füllt man halt nicht aus, das habe ich dann einmal für euch unkenntlich gemacht. Den Putzplan nochmal so, aber wie gesagt, den existiert so nicht mehr. Hier die Bücher, die ich lesen wollte und weil das natürlich nur ein halbes Jahr war, habe ich natürlich zwar alle Bücher draufgeschrieben, aber nicht alle gelesen. Hier im Juli habe ich dann von einer Zeitschrift, die ich aussortiert habe, die Bilder genommen, also ausgeschnitten und einfach zur Dekoration genommen. Da habe ich wenig gemalt, ihr seht fast gar nichts gemalt. Und dann hatte ich gleich wieder eine freie Seite, da hatte ich dann ein bisschen großzügig geplant und dann habe ich einfach nochmal ein Selbstporträt gemalt. Dieses Setup, ich liebe es. Da habe ich mit Kaffee gemalt, also alles was da braun ist, ist in Kaffee und habe dann das Thema fantastische Tierwesen gehabt. Einfach so eine Liste von oben nach unten abgeschrieben. Der September, den gibt es leider nicht. Da ist mir das Filmmaterial abhanden gekommen. Aber so könnt ihr ihn halt auch nochmal sehen. Und das Setup finde ich auch sehr schön. Und hier habe ich das dann mit so Reitern. Und da konnte ich dann endlich diesen Ausbildung zum Klettertrainer machen, auf die ich ein Jahr warten musste, weil die Corona-bedingt ausgefallen ist. Ja, dann sind wir dann direkt in Urlaub gefahren und da habe ich nochmal eine Packliste gemacht. Dieses Setup habe ich dann im Urlaub erstellt. Und warum ich dann manchmal das Ende nicht mit reinschreibe, frage ich mich auch. Ja, da habe ich einige verschiedene im Oktober ausprobiert. Erst im November mag ich auch wieder sehr und da habe ich dann einfach mit einem lilanen Tombow-Stift und die Laterne, also den lilanen Tombow-Stift habe ich da als Aquarellstift. Dieses Kerzenlicht wollte ich einmal
basteln und habe mir das dann einfach reingeklebt, gedacht, ich heb das so auf. Aber das habe ich nie nachgemacht. Hier ein Bartrecker an einer Form, da einfach die Sternchen ausmalen und wieder mal die letzten Tage nicht ausgefüllt. Ja, und nun kommen wir schon zum den Geburtstagskarten. Ich habe im Dezember Geburtstag und die habe ich dann einfach alle dort reingeklebt. Zum Schluss. So, und das war's dann auch schon mit meinem zweiten Journal. Die sind dann unterschiedlich dick natürlich, weil ich in dem einen mehr reingeklebt habe, in dem anderen halt nicht. Und das finde ich aber nicht schlimm. So, ihr Lieben, das war's für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und bevor ich mich jetzt hier endgültig verabschiede, wollte ich euch einmal fragen, ob es euch interessiert, dass ich mal einfach verschiedene Wochenübersichten euch zeige oder verschiedene Monatsübersichten, verschiedene Trekkerarten. Trekker, nicht der Trekker, mit dem man übers Feld fährt, sondern Trekker. Ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, ob es euch interessiert, dann würde ich dazu nämlich auch mal ein Video machen. Und jetzt bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als, lass mir doch ein Abo da. Und wenn du das kleine Glöckchen aktivierst, wirst du auch nicht verpassen, wenn es wieder was Neues gibt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!